Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Und zwar, die Spannung steigt, Asterix und Obelix XXL Remastered 2. Es geht nach Las Vegas. Sehen wir schon eine Armada von römischen Schiffen ankommen. Sag schon, Miraculix, was ist hier los? Beruhige dich, Portiongeross. Wir warten auf Mannequin-Pix. Er ist unpünktlich wie immer. Da ist er. Bitte entschuldigt meine Verspätung, werte Freunde. Ich vergaß, das Feuer unter meinem Kessel zu löschen. Wie geht's? Ja, ja, so weit, so gut. Aber es ginge noch besser, wenn Miraculix... Kommen wir zur Sache. Ihr wisst doch, dass Cäsar das gallische Dorf erobern will. Mein Dorf. Das ist nichts Neues. Naja, ich glaube, das wird ihm nun bald gelingen. Bei Zeus! Beim Belenus! Beim Odin. Beileid. Also wirklich, Miraculix. Dank deines Zaubertranks, der euren Kriegern übermenschliche Kraft verleiht, hat dein Dorf doch nichts zu befürchten. Um dein Dorf besiegen zu können, müsste Cäsar den Truppen eine Waffe geben, die noch mächtiger ist als die deine. Und ich wüsste wirklich nicht, wer ihnen eine solche Waffe verschaffen könnte. Außer uns natürlich. So ist es. Was? Miraculix und die Zugabe. Römer? Da Capo, wie es so schön heißt. Das kommt überraschend. Gut gemacht, mein Freund. Welch prächtige Druidensammlung. Okay. Sie sind dein, edler Cäsar. Nütze sie gut. Das werde ich, Miraculix. Irgendwas stimmt da doch nicht. Wieso sollte Miraculix die Druiden und sein Dorf verraten? Und wer ist er? Was, bitteschön, ist hier los? Was, Miraculix? Ein Verräter? Wer bist du? So von unserem Druiden zu sprechen? Ich heiße Sam Schiffer, Gallia. Und ich errate sehr wohl, wer ein Verräter ist, da ich selber einer bin. Und zwar in Rom, wie ich euch verraten darf. Denn dort will ich Cäsar in den Rücken fallen. Kannst du mir verraten, wovon der überhaupt spricht, Asterix? Du machst den weiten Weg bis hierher, um unseren Druiden zu verleumden, Römer. Und du gibst zu, dass du selbst ein Verräter bist. Ja, aber ich bin jetzt auf eurer Seite, Gallia. Lass ihn erstmal ausreden, Asterix. Stimmt schon, Miraculix war in letzter Zeit komisch. Letzte Woche wollte er mir partout keinen Zaubertrank geben. Obelix. Aber er will dir doch nie Zaubertrank geben, Obelix. Du bist doch als Baby hineingefallen. Außerdem macht das doch Miraculix nicht zum Verräter. Ihr werdet doch nicht dem erstbesten Römer glauben. Primtotatus, scheinbar schon. Oh, der Verräter. Ich bin hier, Gallia. Ihr glaubt mir nicht? Seht her, ein Beweis. Die goldene Sichel von Miraculix. Primtotatus, wenn Miraculix hier wäre, dann könnte er all diese Vorwürfe mit Sicherheit entkräften. Belenus allein weiß, wo er sich befinden mag. Er ist in Las Vegas. Was ist das, Las Vegas? Lieber Las Vegas. Las Vegas. Diese im Herzen Roms gelegene Stadt wird dem Luxus und Laster verschrieben und zur größten Freude der Bevölkerung ausschließlich dem Spiel gewidmet sein. Las Vegas. Hier kämpfen Gladiatoren rund um die Uhr. Hier werden täglich Sklaven hungrigen Löwen zum Fraß vorgeworfen. Doch vor allem ist in Las Vegas der Kunde König. Hier wird für Stimmung gesorgt. Hier werden ihre Träume wahr. Erleben Sie das romantische Lutetia, als wären Sie dort. Lassen Sie sich von einer Horde Piraten unterhalten, bis Sie vor Lachen platzen. Und verbringen Sie eine unvergessliche Nacht im Caesar Palace. Las Vegas, das gibt's nur in Rom und nirgendwo sonst. Eröffnung in wenigen Tagen. Genau. Julius Caesar Produktion. Eine Stadt für Spiele? Die spinnen die Römer. Asterix, Obelix und du begebt euch nach Rom. Nur so können wir erfahren, warum Miraculix uns verraten hat.
Du meinst erfahren, ob er uns verraten hat, Majestix? Ja, das meinte ich auch. Ich werde euch begleiten, Gallier. Du hältst dich da raus, Sam Schiffer. Das ist sicher eine Falle. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also, los geht's, Obelix. Auf geht das neue Abenteuer in Las Vegas. Da sind wir auch schon. Zum Opening. Dann wollen wir mal schauen. Ah, okay, wir können zwischen Asterix und Obelix hin und her switchen. Aber hier können wir die Ansicht nicht nochmal ändern. Egal. So. Die Römer hier haben zumindest kein Schild. Ui, das wirkt ein bisschen langsamer als das erste. Naja. So, okay. Was meinst du, Asterix? Soll ich anklopfen? Nein, Obelix, sonst geht die Tür kaputt. Aber natürlich. Gallier! Schau mal, Asterix. Unser Freund der Verräter. Ihr könnt nicht durch den Haupteingang rein, Gallier. Der Park ist für Besucher noch geschlossen. Ich kenne aber einen geheimen Eingang. Hinter dem Felsbrocken. Jetzt kommt dein Part, Obelix. Halt das mal, Verräter. Hey, hey! Vorwärts, Obelix. Oh, Mann. Der arme Sam Schiffer. Geht schon mal vor, Gallier. Ich komm dann nach. Ja, okay. Da geht's gleich hin, aber erst müssen wir noch ein paar Helme sammeln. Asterix wirkt ein wenig behäbe. Ein wenig langsamer als im ersten. Ah, okay. Cool. Können aber so das machen. Das ist gut zu wissen, dass ich so umtreten kann. Das scheint irgendwie eine Grifftechnik zu sein. Oh. Was bitteschön haben wir denn hier? Ja, wer bist du? Okay, der will uns mit Wasser nass spritzen. Vermutlich nicht. Okay. Nee. Ah, wir können auf jeden Fall wechseln. Das finde ich schon mal sehr cool. So. Ah, was haben wir hier? Direkt eine Slotmaschine. Kann man damit spielen? Ja. Wir können 10 Helme wetten. Okay. Oh Mann, nein. Wir können dadurch aber Leben dazu gewinnen. Was ja eigentlich schon wieder ganz cool ist. Ah, okay. Wir ziehen uns direkt das Viertel ab. Einmal kurz umschauen. Ja, Doppelsprung. Neue Postkarte. Ah, gut. Der Römer rennt vor uns weg oder springt vor uns weg.
Okay, den haben wir natürlich nicht geschafft. Also sollte ich auch direkt was ändern im Vergleich zu dem vorherigen. Gallia, hinter dieser Tür befindet sich das Herz von Las Vegas. Um aber dorthin zu kommen, muss man diese Tür öffnen. Okay. Ein ultramodernes Sicherheitssystem hat. Seht ihr die vier Fackeln ringsherum? Keine von ihnen ist entzündet. Sobald sie aber brennen, tralala, wird die Tür sich öffnen. Okay. Ich weiß, es ist seltsam. Es soll ein absolut sicheres System sein. Und wie lassen sich diese hübschen Fackeln anzünden? Dafür muss man die gleichen Fackeln dort im Saal entzünden. Einfach auf die Fackel schlagen und aus dem Dunkeln erscheint ein Licht. Mhm. Ich öffne euch das erste Lager und warte dort auf euch. Okay. Das erste Lager ist für uns geöffnet. Kleines Missgeschick. Ihr könnt doch kämpfen, oder? Sonst solltet ihr jetzt flüchten. Schaut euch diese Tür an. Die Zahl verrät euch, wie viele Römer ihr eliminieren müsst, damit sie sich öffnet. Einfach, okay. Oder? Um die Römer zu verprügeln, drücke auf Aktion. Wenn du ein bisschen herumprobierst, findest du sicher noch andere Wege, Legionäre zu erledigen. Mehr dazu später. Ach, wo sind denn die Römer? Na, hinter euch! Vorsicht! Er setzt sich in Rage. Okay. Ja. Hau einen Römer mehrmals, bis deine Fäuste Feuer fangen. Aber Vorsicht, der Rage-Modus wird deaktiviert, wenn du eine gewisse Zeit lang keinen Gegner triffst. Ah, da steigt ein Angriffstempo. Okay, das ist schon mal gut. Oh, aber du bist der Letzte. Zack. Natürlich. Was denkst du denn? Wir sind doch schließlich Asterix und Obelix. Als wenn so ein paar Römer uns irgendwie aufhalten können. Bonus-Tipps. Höre eine Kombination. Achso. Ah. Okay. Let's do this. Du weißt sicher schon, dass du jederzeit Asterix oder Obelix steuern kannst, ja, indem du auf die Wechseltaste drückst. Ganz genau, haben wir schon herausgefunden. Praktisch wechseln zu können, denn manche Aktionen kann nur Asterix ausführen und manche nur Obelix. Manchmal erfordern die Rätsel scharfes Nachdenken. Glaubst du etwa, dass Obelix durch diese schmale Passage da passt? Natürlich. Wohl kaum. Mit wem spricht er denn, Asterix? Keine Ahnung, Obelix. Ich fange an, mir wirklich Sorgen um den guten Mann zu machen. Dieser Gegenstand hat die gleichen Farben wie Obelix. Ja, also müssen wir irgendwas mit Obelix machen. Ah. Ah, okay, so müssen wir es aktivieren. Okay.
Und Obelix läuft ganz langsam. Bravo, wir haben herausgefunden, dass sich manche Türen... Das war jetzt auch nicht schwierig herauszufinden, dass man da sich dann zu zweit draufstellen muss. Nur noch zwei Fackeln. Wir treffen uns im nächsten Saal. Okay, auf zum nächsten Saal. Saal 3. Here we go. Okay, das na, sieht kommt euch diese an einem Kabel aufgehängte Plattform bekannt vor? Ja. Sie wurde allerdings verbessert. Zwar kann auch weiterhin nur Asterix da aufklettern, aber um sie zu ziehen, muss Obelix sich jetzt bloß auf die Markierung am Boden stellen und die Aktionstaste drücken. Die Taste muss nicht mehr gehalten werden. Okay. Das ist schön. Nicht Zack. Schlecht, was? Davon gibt's später noch mehr. Vielleicht sogar welche, die sich alleine fortbewegen. So, wahrscheinlich brauchen wir hierfür Obelix. Diese Türen sind um die zu demolieren, muss man schon dick und stark sein. Hey, doch, wer ist hier dick? Trefft mich, bla bla bla. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Ja, natürlich wissen wir, was zu tun ist. Okay, was haben wir hier? Und wie immer, das Beste am Schluss. Diese große Kugel ist eine Bombe. Also bitte mit Vorsicht handhaben. Oh Mann. Die dürfte ausreichen, um diese baufällige Mauer dort wegzupusten. Aber zuvor muss dieser kleine Wall aus dem Weg geräumt werden. Versucht, diesen kleinen Fels zu schieben. Geht auf den Felsbrocken zu. Tasten müssen keine gedrückt werden. Geht alles automatisch. Okay. Ja, der Fortschritt. Das ist schon mal schön. Du hältst uns wohl für bekloppt, Asterix. Ich weiß doch, wie man so ein Steinchen wegschiebt. Ich frage mich vor allem, von welcher Taste der die ganze Zeit schwafelt. Mit Hilfe des Felsbrockens könnt ihr sicher den Vorsprung da oben erreichen. Und jetzt fällt runter. Jetzt könnt ihr die Bombe problemlos wegtragen. Geht einfach auf sie zu und ihr packt sie automatisch. Ganz ohne Tastendruck. Wenn ihr die Bombe in der Hand haltet, bewegt ihr sie genauso wie Asterix oder Obelix. Aber Vorsicht, wenn die Bombe eine Mauer berührt oder einen Schlag abkriegt, wird sie gezündet. Und dann macht es BOOM! Also, versucht nur, die Bombe zur Mauer zu bringen und die Kiste zu sprengen. Aber das nicht jetzt verschwinden. Wow! Das haut rein! Später finden wir sicher weitere Wege, diese Mauern zu sprengen. Diese Bombe müssen wir mit größter Vorsicht handhaben. Könnten ja. die Römer nicht Bomben bauen, die in die Tasche passen? Ah, wir kriegen direkt eine neue Bombe. Dann werden wir die auch mal dahin platzieren. Wand berührt, macht's bumm. Okay, also einfach keine Wände damit berühren. Sollte ja wohl nicht zu schwierig sein. Jetzt hier hoch. Ah, da vorne vor die Tetris-Wand. Kann aber leider nicht so. Und Asterix macht gleich bumm. Bumm. Der kleine Römer und etwa aufhalten. Ta-da-da-da! Bravo, Gallia! Ihr habt alle Fackeln entzündet! Natürlich! Ihr seid eben Helden! Aber aufgepasst! Ihr begebt euch ins Herz von Las Vegas! Seid vorsichtig! Ich habe gehört, dass im kleinen Venezia ein Hunde gefangen gehalten wird. Es handelt sich vielleicht um Miraculix. Wenn der Gefangene wird scharf bewacht, dann schafft euch Einlass ins kleine Venezia, um ihn zu befreien. Wenn ihr Hilfe braucht, ich bin immer zur Stelle. Es gibt sicher noch weitere im Park. Versucht, so viele wie möglich zu finden, auch wenn das schwierig wird. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Wie es denn hier jetzt gleich weitergeht. So. Dann
wird es hier beim nächsten Mal weitergehen. Wir sind in Las Vegas angekommen und werden uns nun die Römer vorknüpfen, damit wir Miraculix befreien können. Wenn er denn überhaupt gefangen ist, das wissen wir ja noch nicht. Ob er uns hintergangen hat oder nicht. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein, um gemeinsam herauszufinden, was Miraculix Plan ist und ob wir die anderen Druiden alle befreien können. Ich verabschiede mich für heute und sage ciao, bis zum nächsten Mal.